spielen wir mal so. Na gut, Leute, sind wir fertig? Oh. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute bei unserem Workshop. Mein Name ist Nina Konrad. Für euch natürlich kurz die Nina, also wir sind per Du. Und ich bin junge Zeithistorikerin der Arbeitsgemeinschaft Jugend Antifa und in dieser Funktion von eurem Geschichtsprofessor vielen Dank dafür eingeladen worden, mit euch Basisinformationen von 1918 bis 1950 zu erarbeiten. Das alles am Beispiel des obersteirischen Partisanen Sepp Filz. Sein Leben und sein Schaffen sollen euch auf die morgige Musiktheateraufführung, die ja bei euch in der Aula stattfinden wird, vorbereiten. Dann reden wir noch kurz über den Zeitplan. Wir hätten uns gedacht, wir machen so 2x75 Minuten, ja, wenn das für alle passt. Und das heißt, es gibt keine Pause und es geht in einem durch. Genau, super. Ich erst Nina, wie sich der Workshop eigentlich trennt. Voll super. Die Schüler und Schülerinnen, die waren wirklich aufmerksam, voll brav, aber was der, ich habe mich aber angeschissen. Erster Workshop nach der Babypause, da bin ich immer ein bisschen... Also bei dir habe ich mal ehrlich gesagt nie eine Sorge gehabt. Ja. Sag, wie haben sie denn reagiert, was du gesagt hast, vom Fietz, die Enkelin bist du eigentlich? Das ist wahnsinnig, das sage ich ja nicht so explizit. Also, warum? Ich weiß nicht, mir kommt das immer ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen kitschig vor, weißt du? Ich habe das damals ja nicht einmal meinen Uni-Professor, bei dem ich die Diplomarbeit über den Opa geschrieben habe, dem habe ich das auch nicht erzählt. Ich mache das immer ganz einfach, ich nehme halt so die Eckdaten vom Opa und da habe ich eine PowerPoint-Präsentation und das beam ich dann an die Leinwand und so arbeiten wir dann einfach. So, meine Lieben, wir starten jetzt in aller Frische und zwar eigentlich genau heute. Also jetzt nicht wirklich heute, sondern heute vor 111 Jahren. Denn im Jahr 1906 wird Sepp Filz als insgesamt drittes von insgesamt 5 Kindern auf die Welt gebracht, in eine Arbeiterfamilie in Donauwitz. Seine Eltern waren damals Mitglieder der sogenannten SDAP, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und die befinden sich zu diesem Zeitpunkt gerade mitten im Kampf gegen das Privilegienwahlrecht. Denn es war folgendermaßen, 85 Adelige, 5000, ich verwechsel die Zahlen oft ein bisschen, 5000 Adelige, sowas haben 85 Parlamentsabgeordnete gestellt. Während sich 5 Millionen Arbeiter und drinnen mit nur 75 Abgeordneten zufriedenstellen musste. Also man sieht, es ist quasi immer 2:1 gestanden, ja. Mir wird richtig schlecht, weil ich an diese geschissene Sissi-Hysterie denke und neuerdings an diesen aufgewärmten Kult um die Maria Theresia als Mutter der Nation. So, das denken wir uns jetzt weg, denn wir befinden uns im Jahr 1913. Da besucht der Sepp Filz die siebenklassige Volksschule, denn die mehrfach geforderte Bürgerschule, die hat es in Donauwitz damals noch nicht gegeben und ab 1915 dann auch keinen Unterricht für die über 2000 Schülerinnen und Schüler. Denn 36 Lehrer aus dem Bezirk wurden mit einem freudigen Hurra! In den Krieg eingezogen. Ja, die Schule, die wurde damals dann umfunktioniert in eine Kaserne und es kam dann erst wieder im Frühjahr sporadisch zu Unterricht, so auf Spielplätzen oder in Ziegelhütten, Scheunen. Wie bitte? Sehr romantisch, naja. Romantisch würde ich es jetzt nicht nennen, vielleicht eher schulautonom. Weniger romantisch war nämlich auch die Schuljause von damals. Das war nicht so, dass man wie heute irgendwie zum Jausenkörper nochmal Leberkassemmel gehen hat können. Nein, es hat pro Schüler und Schülerin genau 1/8 Kilogramm Maisbrot, das schon beim Anschauen zerfallen ist, gegeben und in der Schule halt gekochte Saurüben. Es ist also nicht verwunderlich, dass dann im Hungerwinter 16 und 17 Mütter und Kinder das Lebensmitteldepot des Arbeitgebers Alpine Montangesellschaft in Donauwitz geplündert haben. Ja, und sie haben natürlich auch dann eine Erdäpfelernte, also einen Güterzug mit Erdäpfelernte geleert. Und beim Jännerstreik 1918, der angeregt wurde durch die Revolution, Oktoberrevolution 1917, die in welchem Land stattgefunden hat? Wie bitte? Habt ihr was gehabt? Oh je.
Leute, das muss man Olivia doch... Olivia ist doch so. Richtig, Mitarbeitsplus da, richtig. Ja, das gehört aber schon zum Stoff so dazu, ja, dann in der Oberstufe schön langsam, aber das macht nichts. Genau, diese Oktoberrevolution hat auch Donauwitzer angeregt, erst relativ spät, aber trotzdem, zum Jännerstreik. Und auch dort wurde dann ausreichend Lebensmittel, der bedingungslose Friedensschluss und das allgemeine direkte und gleiche Wahlrecht gefordert. Ja, und am 1. Februar 1918 wurden dann im K&K Kriegshafen Kataro, das liegt im heutigen Montenegro, von 5000 Matrosen auf 40 Schiffen rote Fahnen gehisst und die Offiziere festgenommen. Ja, ein Erfolg dieser Meuterei, der hätte den Ersten Weltkrieg, der von wann bis wann herrschte? 14 bis 18. Richtig, Mitarbeitsplus. Man sieht, die Mädels sind ein bisschen besser in Form, in Schuss, was historische Sachen angeht, genau. Ja, ein Erfolg dieser Meuterei, der hätte den Ersten Weltkrieg um schlappe 10 Monate verkürzen können. Und ich habe mir gedacht, um das Ganze jetzt ein bisschen aufzulockern, habe ich euch ein CD-Beispiel des ersten Rebellenlieds Die Matrosen von Cattaro mitgenommen. Die Nachricht kam von Petrograd, griff tief hinein, das träge Schicksalsrad hat die alte gebrachte Wertewelt von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Dieser jeher von oben hinuntertrat, waren in mein Tornado gerannt. Der verstandene Verhältnisse verdrehte, neue Denken selbst versehte. Der Krieg macht schon das vierte Jahr dahin, Streiks und Arbeit der Räte von Neustadt bis Wien. Wollen Friedensschluss und 8-Stunden-Tag, weil keiner mehr den Schädel hinhalten mag. So bildet sich ein zentraler Matrosenrat gegen Sklavenhaltung in Vielfalt der Stadt. Gegen Drehschikane, Zensur und Not, für mehr Rechte, mehr Kleidung, mehr. Am 11. Februar 1918 um 6 Uhr früh an der Friedhofsmauer von Skalczal bei Cattaro wegen Empörung nach § 15 des österreichischen Militärstrafgesetzes standrechtlich erschossen. Anlügen! Feuer! Erst, das schaut ja fast so aus, als ob eine österreichische Oktoberrevolution möglich gewesen war. Naja, man hätte zumindest soziale Verbesserungen erkämpfen können, wenn man sie mit den meuternden slawischen Gruppen aus Judenburg oder mit den Arbeitern aus Pola, Wiener Neustadt, Wien, Budapest zusammenschlossen hätte. So, aber der Viktor Adler war ja stets um Deeskalation bemüht, wenn man es nobel ausdrückt. Ja, und die Habsburger, die haben den Vergöttungs- und Rachefeldzug weiterführen können, der ja schon im 14. Jahr in Serbien wirklich gerindigste Massaker, also die dort vollzogen worden sind. Ne? Da sind ja massenhaft Frauen und Männer unbewaffnet, erschossen, erhängt, erschlagen worden, weiß ich nicht, in Scheunen eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt worden. Ich meine, allein in Galizien haben die 36.000 Galgen aufstellen lassen. Und an der Isonzo-Front sind bei einem Angriff 5.000 bis 8.000 Italiener mit Chlorgas ausgerottet worden.
CD-Sachen, das lasse ich dann so im Projektarbeiten selber googeln und vortragen, damit es ein bisschen aktiver in den Unterricht, eben als in den Workshop eingebunden werden. Ja. Naja, und so war ja dann der Herr Paul, der hat ja das Werk von seinem Großonkel wirklich würdig weitergeführt. Der ist dafür sogar selig gesprochen worden, oder? Ja, stimmt, genau. Vom Johannes Paul II. Im 2004er Jahr. Naja. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir einen Durchlauf weiter, gell? So, bravo! Vielen Dank für euer Engagement, für diese Gruppenpräsentationen. Ihr seht's ja, im Ersten Weltkrieg, die Habsburger, die haben schon einiges angerichtet. Unselig dürfte für sie dann die Proklamation der Ersten Republik gewesen sein, 1918. Und noch unsäglicher dann die Ausrufung der Ungarischen Räterepublik, die auch in Donauwitz eine revolutionäre Stimmung provozierte. Denn dort hieß es von da an, gestern Ungarn, heute Donauwitz und morgen ganz Österreich. In Donauwitz ist es dann auch zur bedeutendsten Sozialisierungsaktion Österreichs gekommen, von der Sepp Filz im O-Ton berichtet. Ton ab, bitte. Es war eine Massenversammlung innerhalb vom Betrieb. Tausende Arbeiter sind da zusammengekommen. Auf einmal hat es geheißen, hauen wir den Direktor aus, den Direktor Baumgartner. Die sind dann auf in die Kanzlei und haben den Direktor gleich beim Schlawittl gepackt und obizert und beim Zwarerportier dort. Da hat ihm dann einer einen Tritt in den Arsch gegeben, dass er fast über die Stirn runtergeflogen ist. Ich kann mich an den Namen noch erinnern. Leinberger hat er geheißen. An Bord hat er gehabt. Und es ist dann ein Direktorium gebildet worden mit einem Ingenieur Frischauf und einem Ingenieur Schwab. Das waren zwei Elektroingenieure. Und die haben dann dieses Direktorium mit den Betriebsräten gebildet. Der Betriebsratsobmann hat Schienagel geheißen. Der ist dann übrigens während der Widerstandszeit auch in unseren Widerstand gekommen. Ja, und ganz nach dem Donauwitzer Vorbild wurde dann auch im Kohlebergbau Seegraben oder Seewiesen vierköpfiges Direktorium gebildet. Ja? Und der damalige Sozialsekretär, der Felix Busson, bei dem die Arbeiter quasi schon am Boden gespuckt haben, wenn sie den Namen gehört haben, der wettert in seinen Memoiren über die Sozialistische Republik Donauwitz. Und deren Ende wurde dann in Wien besiegelt. Leute, wir haben gesagt, die Handys drehen wir ab während dem Workshop, gell? Also es bitte jetzt sofort abdrehen, ja. Das draußen. Auch an dem Gang bitte draußen. Na, macht ja nichts. Ich bin da sehr kulant, grundsätzlich. Ja, auf jeden Fall hat der gewettert über die Sozialistische Demokratie, also Sozialistische Republik Donauwitz. Und deren Ende wurde dann in Wien besiegelt, denn den angereisten Delegierten wurde gesagt, dass es für Sozialisierung leider noch ein bisschen zu früh ist. Aber Freundschaft und Amen. Ja, dem Sepp Filz, dem reicht es. Der tritt 1922 der KPÖ bei. Nicht zuletzt deswegen, weil im wieder reprivatisierten Betrieb der 10-Stunden-Tag eingeführt werden soll. Das hat ein 25-jähriger Gewerkschaftsobmann und Kommunist gerade noch vereiteln können. Und als man 2 Jahre später wieder versucht, den Arbeitstag um eine Viertelstunde zu verlängern, da rechnet der Sepp Filz selbst ab und begibt sich auf seine erste Walz. Ja, die Walzbrüder der 20er und 30er Jahre, auch Dippler genannt, das waren quasi die Vorreiter der Hippies und Tramper der 60er und 70er Jahre. Jedoch nicht aufgrund von Freiheitssuche und Lebenshunger auf die Straßen getrieben, sondern wegen Arbeitssuche und echtem Hunger. Ja, so waren die Walzbrüder. Thank you.
Haut und den Weg verbaut. Die vom Meister grundlos schikaniert, von Gesellen mit System traktiert, die zum unverschämten Lohn nichts haben. Am 30. Jänner 1927. Denn die reaktionäre Frontkämpfervereinigung schießt aus einem verbarrikadierten Gasthof auf bereits vorbeiziehende Schutzbündler. Der Kriegsinvalide Matthias Zmaritsch und der 8-jährige Josef Grössing werden dabei ermordet. Ja, und bei einem skandalösen Geschworenenprozess werden die Mörder als ehrenwerte Männer freigesprochen. Bei den Protestaktionen am 15.
Juni oder Juli, Alex, das weiß ich nicht. Juli. Juli, vielen Dank, dort wäre sehr gut aufgepasst, es gibt auch ein Mitarbeitsplus. Am 15. Juli entlädt sich der Zorn der Massen und der Justizpalast wird in Brand gesetzt. Der damalige Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel lässt in Gottes Namen auf die Demonstranten schießen. Ja, 89 bleiben, tot auf dem Pflaster liegen. 1100 werden schwer verletzt. Sepp Filz flüchtet ein zweites Mal vor den autoritären Zuständen im christlich-sozialen Unrechtsstaat und sucht Arbeit in Deutschland, Luxemburg, Holland, Frankreich, Spanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten und Italien, wovon er Folgendes berichtet. Kennenlernen. Tust du nicht dann was, wenn es dir gut geht, sondern wenn es dir schlecht geht. Die haben selber nichts gehabt. Aber die haben es mit dir geteilt. Das kommt bei uns ja nicht in Frage. Wenn du bei uns niemand bist, dann bist du ein Niemand. Ja, und während der zweiten Walz überschlagen sich die Schlagzeilen derweil mit Donuts. 1928 bis 1930, die Arbeitslosigkeit in Donawitz steigt auf 168%. Die Donawitz kann die Ausspeisung der 1000 Ausgesteuerten nicht mehr bezahlen. Werkswohnungen werden als Druckmittel verwendet, um die Arbeiter politisch schwarz einzufärben. 1931 darf die Freie Gewerkschaft nicht mehr kandidieren. Ja, und zudem fungiert die christlich-soziale Heimwehr als, sagen wir mal, Kettenhund des Ständestaats. Ja, und 1932 wird dann das Arbeiterviertel Neuwerk in Donawitz von 200 Hahnenschwanzler, so haben die Mitglieder der Heimwehr geheißen, die überfallen dieses Arbeiterviertel und ein 61-jähriger Arbeiter und ein 51-jähriger Arbeitsloser werden mit den Worten "Da ist auch so ein roter Hund!" halb totgeschlagen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1933, da ist es dann soweit, die KPÖ wird verboten. Ja, und ein Jahr später geht man dann die Sozis an, nämlich 1934, da lässt Engelbert Dollfuß lässt er veranlassen, dass die Schutzbündler einseitig entwaffnet werden im Linzer Hotel Schiff. Natürlicherweise wehren sich die Schutzbündler österreichweit. In Bruck ist das der Nationalratsabgeordnete und Schutzbundkommandant Koloman Walisch. Ja, das war einer, der Walisch. Das arme Kind der Ausbeutermonarchie verliert den harten Boden nie bei neun. Ist man einer zu viel, der auch noch an der Wehr will. So ist mit 11 seine Schule schon aus, er muss zum Dippeln außer Haus. Dort zeigt die Welt sich ungerecht und rau und folgt ihm zum Gewerkschaftsanbau. Nach 3 Jahren Militär und 4 Jahren Krieg hofft er auf die ungarische Räterepublik, die aber im Blut von 5000 ertrinkt, was ihn ins Exil nach Österreich zwingt. Koloman, deine roten Necken, Koloman, deine roten Necken werden nicht so schnell verwelken. Koloman, deine roten Necken, Koloman, deine roten Necken werden nicht so schnell verwelken. Thank you.
politischen Platz als unfolgsamer Arbeiterfunktionär. Steigt auf bis zum tiefroten Parlamentär. Der Wallisch bleibt immer volksverbunden vor Ort. Will zur richtigen Zeit das richtige Wort gegen den austrofaschistischen Gottesstaat. Für ein freies, emanzipiertes Proletariat. Es gibt die gefährlichen Zeichen der Zeit. Ein verworben Betriebsterror und Rechtsobrigkeit. Als sie grinst den Schulden und entwaffnen wollen, dass der Brücke aus Verstecken die Waffen holt. Zusammen, da sich die einheimischen Zimmerer krank melden und anscheinend auch die Henker aus Leoben mit schwerer Gewissensbissinfektion da niederliegen. Ein Fleischhauer aus Wien muss her, der leidet bei einigen Krügelgösser von einem ganz besonderen Vergnügen. Freiheit, ruft der Wallisch noch, dann müssen sich zwei an das Leichtgewicht hängen, wohl die Schwere des Verbrechens betonend. Karloman, dein Kranz aus roten Ecken, dein Kranz aus blutroten Ecken wird nicht so schnell verwelken. Karloman, dein Kranz aus roten Ecken. Ein bekannter Gendarm kann Sepp Filz in letzter Minute aus einer Seitengasse vor dem Standgericht retten. Ja, 21 Sozialdemokraten, die haben österreichweit weniger Glück. Sie werden wie Koloman Wallisch zum Tod durch den Strang verurteilt. Naja, aber vorsorglich kümmert sich der österreichische kleine Gottesstaat um Sepp Filz. Er wird zum ersten Mal ohne Angabe von Gründen verhaftet und kommt ins Anhaltelager Waltendorf bei Graz. Nach seiner Entlassung braucht er dann erstmal eine geistige Rehab und wird als Bezirksdelegierter dazu bestimmt, zum 7. Weltkongress der Komintern nach Moskau zu reisen. Das war im Jahr 1935. Ein Jahr später, 1936, kämpfen dann unzählige Steirer
bei den internationalen Brigaden gegen Franco im Spanischen Bürgerkrieg. Sepp Filz ist wieder verhindert. Er wird zum zweiten Mal inhaftiert und nach 7 Monaten aus Mangel an Beweisen freigelassen. Ja, und in der österreichischen Sanduhr, da verrinnen die letzten Sandkörner. 25. Februar 1938. Die Kundgebung von 8000 Nationalsozialisten. Am Rathaus in Leoben wird eine Hakenkreuzfahne gehisst, die unabhängige obersteirische Volkszeitung schwärmt. Da war der Jubel grenzenlos. 11. März 1938. Letzter Versuch der antinationalsozialistischen Volksfront aus Kommunisten, Sozialisten und auch christlich-sozialen. 3000 demonstrieren für ein freies und unabhängiges Österreich! Und in der Nacht, vom 11. auf den 12. März 38, überrollen dann deutsche Truppen das Land. Und die Nacht senkt sich über Österreich. Ein Jugendfreund, ehemals auch KJVler, nun hoher angesehener Nazi, möchte Sepp Filz tatsächlich abwerben. Psst, ja, Sepp, der Kassel möchte sprechen, komm mit. Hörst du mal, du passest gut in dir selbst, du bist groß, hast blaue Augen. Vergiss, du bist ein bisschen deppert, wo wir uns gestern noch auf der Straße gegenüber gestanden sind. Jetzt pass mal auf, wenn du irgendeinen Scheiß draus, dann hau dir dein Schädel runter, ja? Ja, aber Sepp Filz lässt sich nicht entmutigen, er tut dennoch etwas. Er schließt die ersten Kontakte, also erste Kontakt zu slowenischen Partisanen. 1942 versendet er dann in Koffern Decken, Verbandsmaterial und Leder für Schuhsohlen. Ein Jahr später, 1943, wird ihm dann Donauwitz doch ein wenig zu heiß. Er flüchtet, und zwar ins Triglau-Gebiet, wo er den Partisanennamen Joshi oder Josch annimmt und erhält beim Bokeljuka-Bataillon eine Ausbildung über Taktiken und Strategien des Partisanenkampfes. Im Herbst 1943, wieder zurückgekehrt in Österreich, gründet er die Österreichische Freiheitsfront. In einem illegalen Flugblatt wird das Parteiprogramm im Bezirk verteilt. Erstens, Kampf mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, einschließlich Waffengebrauchs, gegen die faschistischen Okkupanten und ihre österreichischen Helfeshelfer. Zweitens, Errichtung eines freien, unabhängigen, demokratischen Österreichs, das mit allen Völkern in Freundschaft zu leben gewillt ist, jeden Rassen- und Nationalhass bekämpft, sowie Religions- und Meinungsfreiheit sichert. Enteignung der Schwerindustrie, des Großgrundbesitzes sowie der faschistischen Institutionen, deren Verstaatlichung bzw. Aufteilung. Ja, und wie Sepp Filz' ganz private Liebesbeziehung ausgesehen haben könnte, das zeigt das jedoch unautorisierte und fiktive Liebeslied aus dem Wald. Ja, und ob es seine Adressatin je erreicht hätte? Richtig Angst, verrossen schon treiben. Ihm mechert's nicht mehr, auf am ersten Straßenturn. Dort geht uns die ganze Würde verloren. Ihm mechert nicht, dass die da Blockwart überwacht. Dass sie die Opoin mitten in der Nacht in einer Poeterkammer zum Singen zwingen und zu die anderen nach Ravensbrück bringen. Was sie noch mehr. Was sie noch nicht und was nicht, das sag ich dir.
um jetzt einmal kurz von den Jahreszahlen wegzukommen, möchte ich euch etwas über Taktik und Strategie des Partisanenkampfes erzählen. Ja? Also wichtig war mal grundsätzlich die Initiative und Ausnutzung des Überraschungsmoments. Nach einer getanen Operation der sofortige Ortswechsel. Durch das Agieren an mehreren Orten gleichzeitig hat man das Gefühl der Allgegenwärtigkeit vermittelt. Grundlegend war, niemals aus eigenem Antrieb einen bewaffneten Angriff auf überlegene Gegner zu wagen. Das grundsätzlich wichtigste Ziel war es, möglichst viele faschistische Einsatzkräfte in die Banditenbekämpfung, so wurden die Partisanen nämlich von den Nazis genannt, die Banditen, also möglichst viele faschistische Einsatzkräfte in die Banditenkämpfung einbinden, somit an die Provinz binden und weg von der Front zu halten. Ja, und das Operationsgebiet der Eisenstraßenpartisanen, das war das Hochschwabgebiet, Eisenerzer und Enztaler Alpen. Im Schuss, Jassingraum, St. Michel. Eine Hemmschuhlegung schlägt, also eine Hemmschuhlegung bei einem Güterzug, Entgleisung schlägt fehl. Sockwiesensee, Glaselbremsen, Auwald, Gleissprengung und Sprengung eines Güterzugs. Achnatör. Das Achnatör. Ja, am 22. Juni 1944, da kam es zu den ersten Verlusten der Partisanen. Der Partisane Silvester Heider, genannt Wastl, und der polnische Zwangsarbeiter Schorschl werden bei einem Feuergefecht am Aachener Törl hingerichtet. Vielleicht haben's die einfach vergessen. Vielleicht haben die die Weidermessen aufgefressen. Schorschl, bist du noch wo? Die Wolder messen, oft fressen.
und trotz diesem Verlust ist die Partisanengruppe rund um Seppfilz auf mittlerweile 16 Personen herangewachsen. Doch ohne Hilfe der sogenannten Bodenorganisation, deren Mitglieder ja größtenteils in der Legalität lebten, hätte es den einzigen bewaffneten Widerstand in Innerösterreich nicht gegeben. Ja, zu den Bodenorganisationen gehörte zum Beispiel ein Uhrmacher aus Leoben, ein Schulwart, eine Keuschler-Familie, Wehrmachtsangehörige, bis hin zu einer Gräfin und einer 13-jährigen Nachrichtenkurierin. Im Sommer 1944 werden dann zwei Partisanen geschnappt und verraten unter Folterungen von Nazis unzählige Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Laut Nazi-Protokollen werden 500 Bauern, Arbeiter, Frauen, Mädchen festgenommen. Eine Mitstreiterin kann sich auch noch erinnern. Naja, das Wimmern der Männer, die verhalten diese verhaltenen Schmerzensschreie, die höre ich bis heute noch. Ja, und bis heute steigt mir noch der Geruch vom frischen Blut in die Nase. Und bis heute sehe ich das vertierte Gesicht des Gestapo-Mannes, der seinen sadistischen Gefühlen stundenlang freien Lauf gelassen hat. Die Partisanengruppe, die muss nach dieser Verhaftungswelle die Strategie ändern. Sie teilen sich auf in Dreiergruppen. Die Gruppe rund um Seppfilz, die baut sich ein Felsloch im Kollmannstock zu einem Bunker aus, um dort zu überwintern. Am 1. Dezember 1944 befinden sich Seppfilz, der Josch, Max Muchitsch, der Ferl und Heinrich Kohnhauser, genannt der Heiner, im Bunker. Als ich kalt bin vom Schwaben, fährt die Ohren zum Rot. Schade Leuten hinter der Keischen, ist an der Stor hartes Brot. Weißes Lein durch ein Fenster, Hasbauner tot. In der Hand den Stutzen, das Herz rot-weiß-rot. Der Heiner hat Fronturlaub gekriegt und er sieht, dass er überall ja geht. Bis sie daheim jeder da wirkt, dabei der für die Nazi im Tod geht. In die grauen Montur hat er mein Gnad und er will, da kann er nichts tun. Für seine lieben Leute haben sie ihn weggezahlt. Was hat er an der Front verloren? Weil sie kalt gewinnt vom Schwaben, färbt die Augen zum Rot. Starre Leiten hinter der Keischen, sind der Schnur hartes Brot. Weißes Lein durch im Fenster, Hasbrauner Tod. In der Hand den Stutzen, das Herz rot, weiß rot. Partisanen oder ihr kennt den Josch, den Lieb und den Detroit. Mit einer großen Augenlutsche verhängt und sie haben sie miteinander im Wald. Aus Krastatschen macht er sich's Bett. Er hat sein Weg auch verloren. Der Heiner, der fürchtet das Wetter mit. Er will den Braunen am Hund am Turm. Weil sie kalt gewinnt vom Schwaben, für die Augen zum Rot. Statt der Reiten hinter der Keischen, sind der Schnurrhorn das Brot. Weil sie sein durch ein Fenster, Hasbrauner Tod. In der Hand den Stutzen, das Herz rot als Rot. Sein Spur hat ihn heiner verboten auf sein Gnade.
Bums und Rot. Stahle Leiten in deiner Kaischen, sondern storhortes Brot. Das ist lang durch im Fenster, Hasbaum und Tod. In der Hand den Stutzen, das Herz rund als Rot. Dem umzingelten Bunker. Da trifft es auch Sepp Filz. Eine faustgroße Wunde klafft ziemlich knapp neben dem Hoden. Über er und Max Mukic müssen von den Hunden gejagt über ein steiles Latschenfeld fliehen. Der einarmige Max mit Hilfe seiner Zähne. Und im Tal angekommen, muss sich Sepp Filz dann von Notquartier zu Notquartier schleppen, teilweise schon bereits fiebernd, und seine bereits stinkende Wunde mit Schnaps behandeln. Im 18er Graben findet er dann Unterschlupf bei einer Keuschlerfamilie, wo er seine Wunde bis nach 1945, also aus bis 1945, ausheilen lassen kann. Wie bitte? Ob den Widerstandskämpfern gedankt wurde? Naja, wenn man es ehrlich ist, nicht. Denn nach 1945 wurden sie vielerorts vielmehr als Vaterlandsverräter denunziert und diskriminiert. Ein Beispiel von vielen, als die Witwe Maria Kohnhauser, also die Witwe von Heiner, 1950 um eine Opferrente ansuchte. Da wurde ihr diese verweigert. Der mutmaßliche Mörder Reutner, der den Heiner aus 4 Metern mit einem Dum-Dum-Gewehr ins Genick geschossen hat, dieses Verfahren wurde eingestellt. Ja, Alex, wo waren wir jetzt? Notwehr auf Steirisch. Genau, so sagt man dazu. Notwehr auf Steirisch. Bitte, was das für Menschen waren, das ist immer schwer zu sagen, naja. Biologisch gesehen waren das natürlich Menschen. Ja. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel von einem sogenannten Modell-Nazi geben. Das hat mir ein Hobbyhistoriker aus Eisenerz erzählt. Also von diesem Modell-Nazi ist der erste Sohn weggestorben. Man dabei wollte alles richtig machen, ihn Adolf nennen, unter der Wasserleitung abhärten. Bei Kind 2 und 3 wollte er es dann aber wirklich richtig machen. Jetzt kommst du auf Futter die Watschen holen, ja, und trittst bei Mamen in genau 2 Minuten in Köln an. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden, Ost? Der Führer, der kann im Endkampf mit Wache RWE nichts anfangen. Jeder muss sein Maß stehen. Die Frontsoldaten draußen gegen die Kommunistenschweine und ich beim Volkssturm und beim Werkschutz. Dort an der zweiten Front. Und genauso müssen meine Pimpf auch werden. Hart wie Spoteisenstab. Ich habe meine Methode selber entwickelt, ja. Naja, ich hänge so auf. Nicht wirklich. An der Köhlertier. An vorn, an hinten, man muss die Hände nur fest genug zusammenbinden, dann kann ich es aufziehen, so weit, dass ich will. Aber naja, da bleiben musst du schon. Ja, und von solcher Sorte Mitglieder des Volkssturms wurden am 7. April 1945, also rund 20 Tage vor Ausrufung oder Gründung der Zweiten Republik, ca. 8000 ungarische Juden am Prebichl zu einem apokalyptischen Wettschießen empfangen. Das nächste Lied ist unserer Freundin Julita Russa, die 2013 verstorben ist, gewidmet. Sie überlebte den Todesmarsch als damals 19-jähriges Mädchen und hat
hat im Jahr 2004 das von Eisenerzer Schülerinnen und Schüler modellierte Mahnmal am Präbichel enthüllt. Das ist auf dem Gewand trägst ihn mit Ross und Wut. Denn es ist nicht deine Schande, sondern die der Unmenschenbande. Zählte 136 Läuse, die Bisse tun schon nicht mehr weh. Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund gestirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund gestirbt das Wort? Todesmarsch, Verpflegung sind Würmer und Gras. Kein Schwächen zeigen ist geboten, obwohl sie ihm die Elendig verrecken. Weil eine aus dem Dorfbrunnen trinkt, weil eine halt tot zu Boden sind, weil gefrorene Erde fällt ausgraben, weil jemand vom toten Bruder die Schuhe haben erschossen, zerdroschen, erschlagen. Ludwig Renn, Kommandant der sogenannten Alarmabteilung des Eisenerzer Volkssturms am Vorabend des Präbichl-Massakers vom 7. April 1945. Der Hund, die Schweine, taten alle miteinander verdienen, dass man es tot schießt. Wenn sie morgen einer von euch feigt sagt, lege ich einen eigenhändig um. Wer den meisten Juden da schießt, der kriegt einen Liter Wein. Für jeden Toten gibt's eine Zigarette. Todesschüsse, du stolperst über Rucksäcke, Körper und Tod. Schlamm und Schneematsch färben sich rot. Du hörst sie zur Jagd auf das fremde Blatt. Siehst einen seine Pistole streichen. Du spürst die Mitläufer plötzlich rasen, wie sie in der Menschenschießbude meucheln. Du denkst an das Stück Brot, das du vergeblich gerettet hast. Du denkst an das Meer, das du niemals mehr sehen wirst. Wünsch dir nur noch einen Atemzug zu machen. Kennst du den Ort, wo die Steine fallen, wo im Mund gestirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war vor Ort? Kennst du den Ort, wo die Steine fallen, wo im Mund gestirbt das Wort? Massaker, 250 andere nicht. Von den ursprünglich 8000 Todesmarschierern erreichen 7000 Mauthausen. Bei der anschließenden Evakuierung
des Konzentrationslagers ins nur 60 Kilometer entfernte Waldlager Gunskirchen kommen weitere 5000 Menschen um. Judita Russa überlebt nur knapp Flecktyphus und Kannibalismus. Ja. An Sepp Filz geht der Todesmarsch deswegen vorbei, weil er sich bei bäuerlichen Hilfsarbeitern die Ertüchtigung der letzten Kriegstage und der bevorstehenden Friedenszeit holte. Doch auch nach 1945 gibt er natürlich sein Streben nach sozialer Gerechtigkeit nicht auf. Und in den letzten Kriegstagen war auch für die ÖFF noch einiges zu tun. Zum Beispiel das Verhindern von Hitlers Neroplan, der besagt hat, dass alle Industrieanlagen des nunmehr genannten Hermann Göring-Werks zerstört werden sollten. Dies konnte Sepp Filz am denkwürdigen 8. Mai direkt aus den Bergen kommend gerade noch verhindern. Später setzte er sich dafür ein, dass eine Hochdruckskesselanlage nicht abgebaut wird, was bedeutet hätte, dass die Wirtschaft in Donauwitz nicht mehr floriert hätte, beziehungsweise was das Aus für Donauwitz vermutlich wirtschaftlich bedeutet hätte. Und er engagierte sich im 4. Lohnpreispakt beim Oktoberstreik, der ja als kommunistischer Putsch verteufelt wurde. Das war der richtige Einsatz für den Putsch, ja. Verteufelt wurde. Der Dank dafür, dass er sich eigentlich gegen sinkende Reallöhne einsetzte, war die fristlose Entlassung. Er fand dann auch in der ganzen Steiermark keine Anstellung mehr und emigrierte nach St. Pölten, wo er bis zu seiner Pensionierung bei der Firma Voith arbeitete. Und die späte Rehabilitation, ist immer ein schwieriges Wort für mich, Rehabilitation einer Historikerkommission des ÖGBs im Jahr 2015, die erlebt Sepp Filz leider nicht mehr. Er stirbt mit 87 Jahren, mit 87 Jahren 1994. Ende. Naja, das waren jetzt mal die Theorie Basics. Ich weiß, es waren viele Jahreszahlen, viel Information. Ihr werdet von mir noch Nachbearbeitungsmaterial bekommen. Das werdet ihr dann mit eurem Geschichtsprofessor im Unterricht nochmal explizit durcharbeiten. Und ihr habt ja auch den praktischen Teil unseres Workshops gebucht. Da werdet ihr das Mahnmal am Präbichl besuchen, ihr werdet den Judenfriedhof am Leopold-Steiner-See besuchen und das Eisenerzer-Museum, wo ihr solche, ja natürlich alte Schuhe angreifen könnt, um das Grauen von damals wirklich wahrhaftig zu begreifen. Denn nach dem Wettschießen am Präbichl wurden bei einer Bahnüberführung die Todesmarschierer zusammengetrieben. Es ertönte ein Signal für ein Foto. Ja. Und dann wurde aus einem getarnten MG-Nest wahllos in die Menge geballert. Das Schweigen um dieses dunkle Kapitel, das ist eine ganz eine neue Errungenschaft, die da an den Tag gedrungen ist. Da hat sich ein Eisenerzer Hauptschuldirektor, ich glaube mittlerweile schon pensioniert, sehr eingesetzt und das ans Licht gebracht, Gerhard Niederhofer. Nicht Gott sei Dank, sondern ihm sei Dank. Bitte, wie? Ja? Das ist alles verstaubte Geschichte. Heute undenkbar. Kinder, mit sowas würde ich vorsichtig sein. Wirklich, sowas würde ich so nicht sagen. Ich kann mich nämlich noch ganz genau erinnern, wie eine ältere Dame gemeint hat, kriegt mir so wieder her, der soll es reinigen. Oder ein SP-Gemeinderat aus der tiefsten Provinz, der gesagt hat, ja, mir kommt der Wurm nicht vor die Haustür. Mein Hund ist extra scharf drauf angerichtet. Da war ich runter, der einen die Schlauchbord eigenhändig aufschlitzen. Und die das jetzt nicht unbedingt offenkundig sagen, die verstecken sich zumeist hinter Fake-Profilen via sozialer Netzwerke und so weiter, wo man dann so Sachen liest wie: Die Asylschmarotzer gehören auf ein Boot mit Löcher im Meer ausgesetzt, ohne Rettungswesten, Dreckspack. Bloß raus mit dem Pack oder Öfen nochmal anmachen. Das sind keine Menschen, das sind Tiere. Aber das werdet ihr wahrscheinlich genauso gut mitverfolgen, waren ja teilweise sogar besser als ich. Oh.
Hoppa, hoppa. Wenn ich so denk, was dir alles der Sport geblieben ist. Was hättest du gesagt, wenn du heute noch da warst? Was hättest du da, wenn du jetzt noch jung warst? Heute, in der Welt, wo pro Tag 30.000 Kinder unter 5 Jahren an Hunger sterben, wo 1 Milliarde nicht einmal Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, wo die reichsten 1% der Weltbevölkerung 85% des globalen Vermögens besitzen, die ärmere Hälfte der Menschheit gerade einmal 1%, wo die 62 reichsten Multimilliardäre mehr besitzen als die ärmeren 50% der Weltbevölkerung, wo 4.000 Millionen Dollar pro Jahr in den reichen Industrieländern für die dritte Welt gesammelt werden, womit die armen Länder aber gerade einmal 12 Tage ihren Zinsverpflichtungen nachkommen können. Wo es auch in Österreich 24 Milliardäre gibt, während 1,5 Millionen armutsgefährdet sind. Der Großteil sind machtet der Staat. Der rettet nicht mehr seine Bürger, sondern nur die Banken. Ich meine, so wurde in Deutschland ein Rettungsfonds von 480 Milliarden Euro an nur einem Tag beschlossen. Die Information, die wird übrigens auch zum Monopol. 3 bis 4 Nachrichtenagenturen, die beherrschen die weltweite Medienlandschaft. Die professionellen Fake News Produzenten erst gar nicht mitgerechnet. Der Planet von dir, Opa, das war nur ein anderer. Heute werden pro Minute 35 große Fußballfelder tropischer Regenwald einfach abgeholzt. Von 1970 bis 2005 ging die Artenvielfalt um 27% zurück. 2016 starben 29% der Flachwasserkorallen vom Great Barrier Reef ab. 100 Millionen Tonnen Kunststoffmüll zirkulieren allein im größten Plastikmüllstrudel im Nordpazifikwirbel. Jedes Jahr schmelzen 1,5 Millionen Eisberge von der Größe des Titanic-Zerstörers. Und das Ärgste? Atomerstschläge, die werden regelmäßig angedroht. Dabei will keine einzige Versicherung nicht einmal die Risiken der friedlichen Atomenergie drohen. Jo, Opa, das regt mich schon zum Nachdenken an. Ich muss jetzt damit aufhören, ständig Opa zum Song. Ich glaube, ich sag's jetzt einfach. Was ist Leute. Ja. Was ist los? Schaut's da. Der Sepp Felix, das, der ist halt nicht mehr wirklich leiblicher Opa. Was? Ja. Schatz, das ist. Nein, das ist. Wie soll ich sagen, der war halt damals, wie ich studiert habe, so mein geistiger Leihopa, den ich vielleicht einfach gern gehabt hätte. Entschuldige, das sagst du jetzt? Das braucht jetzt eigentlich nicht unbedingt mehr wissen, weil. Schatz, ich habe beim Nachforschen herausgefunden, also mein richtiger Opa, das war halt wirklich ein bekennender Nazi, der das Ritterkreuz getragen hat, vermutlich weil er Partisanendörfer ausgereichert hat. Ja, und meine Oma, die war ein glühendes BDM-Mal, der scheißegal war, dass eine ihrer Brüder wegen einer Spende von 5 Reichsmark an die Rote Hilfe beim Verhör am Paulustor in Graz erschlagen worden ist. So schaut es nämlich aus. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte jetzt auch gar nicht weiterreden, weil ich möchte da nicht ständig nur zurückschauen, sondern auch Afiri. Zu meinem kleinen Wurm, der es besser machen wird. Ganz bestimmt auch noch. Und deswegen habe ich mich ja nie gefragt, ob man in so eine gefährliche Welt eigentlich noch ein Kind setzen soll. Schlusslied für den Anfang, dann brauchen wir den. Für die Eliten, wenn Rettungsschirm, wo wir auch Banken retten.
spielen haben dürfen. Es ist immer wunderbar, Leute werden so gut aufgefangen und es ist wirklich immer sehr fein. Liebe Leute, danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank an die Familie Filz. War uns wirklich eine große Ehre, dass sie da waren. Das Stück, also wird zwar nicht gern genannt, aber das muss schon sein. Winnie Hofer, bitte. Und vielen Dank auch an Heimo Halbreiner, der uns durch seine Diplomarbeit überhaupt erst einen guten Zugang zur Thematik bringen hat können. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, ja.